Hier sehen wir wieder die besten politischen Fotografien und Karikaturen, die ja das Jahr 2021 widerspiegeln. Und das war wirklich ein sehr ereignisreiches Jahr. Das zweite pandemische Jahr, aber es hatte auch solche Extremwetterereignisse wie die Flut an Ahr und Erft. Und es war das Ende der Ära Merkel. Und Rückblende, das ist eine Roadshow durch die ganze Bundesrepublik. Und das veranstalten wir jetzt schon seit 38 Jahren. Es ist einfach wichtig, dass man heute auf die Qualität und auch den sachgemäßen Inhalt von Reportagefotografie wirklich Wert legt und das schätzt. Und da möchte ich ganz, ganz herzlich einfach danken, dass durch alle Hochs und Tiefs diese Rückblende immer wieder jedes Jahr in der Form, wie es auch geht, im Moment stattfindet. Aber noch was viel wichtiger ist, seit nämlich einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren, gibt es auch eben einen hochdotierten Wettbewerb, ein Preisgeld für die Karikaturen. Also für politische Karikatur ist es, oder für mich persönlich, ist es ein sehr wichtiger Preis. Es gibt ja nicht so viele Wettbewerbe in Deutschland. Eine freie Presse und eine freie Karikatur sind immer Demokratie, gute Demokratieattribute, ganz klar. Und es geht natürlich neben der Karikatur auch um die beste politische Fotografie. Das bedeutet natürlich sehr viel, das ist so Anerkennung, weil als Fotograf bist du öfters so mit sich selber beschäftigt und bist manchmal nicht so direkt in Kontakt mit deinem Zuschauer und wenn man so eine Anerkennung bekommt, dann weiß man, dass so deine eigenen Bilder auch was bewirken können. Das ist hochkarätiger Bildjournalismus, der hier gezeigt wird. Ich lade Sie ein, digital, oder kommen Sie auch in die Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Hier ist noch bis Ende Februar diese Ausstellung zu sehen und dann eben im Bundesgebiet, im Haus der Geschichte und an vielen anderen Orten.